Ich will 2022 an meine Grenzen gehen, neue Herausforderungen haben. Wir werden uns quälen, wir werden bluten, wir werden Schmerzen haben, wir werden mit unserem Nerv vollkommen am Ende sein. Und da ist es wichtig, dass das richtige Mindset kickt. Und genau aus diesem Grund mache ich Projekt Stone Grey. 30 Kilometer Challenge abgerissen für Projekt Stone Grey. Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Vorbereitungsvideo von Project Stone Grey. Und ja, wir reißen die Hütte heute ab. 50 Kilometer sind angesetzt und es ist circa 13 Uhr. Also wir haben jetzt 13 Uhr. Ich hoffe, ich habe letztens 5 Stunden gebraucht. Für 30, das heißt 18 Uhr. Ich hoffe, ich bin so um 22 Uhr zu Hause. Ich bin mal gespannt. Versuchen wir es weiter einzuteilen. Und das, was ich heute alles dabei habe, werde ich euch bei der Halbzeit zeigen. Oh, Freunde, bis später. So, servus. Wir sind gerade, haben so gerade eben die 5 Kilometer Marke überschritten. Damit haben wir ein Zehntel der Strecke. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden. Wir sehen uns bei Kilometer 10. Oder sobald ich im Wald bin. Bis dann. Hey, es ist so. Wir haben den 10. Kilometer erreicht. Und ich fühle mich jetzt beim 10. Kilometer so wie beim ersten Trainingstag bei Kilometer 3, Kilometer 4 so ungefähr. Also man merkt schon, dass die Leistung jetzt weiter nach oben geht. Was aber nicht nach oben geht, ist leider die Drohne. Ich habe alles dabei, wollte es gerade auspacken und Fernbedienung nicht eingepackt, aber ist nicht schlimm, lässt mich nicht runter, also es kriegt mich nicht runter. Es ist hier so eine geile, wunderschöne Natur, auch wenn wir es jetzt nicht von oben betrachten können, wir betrachten es live und direkt aus der Ego-Perspektive und ja, ist schade, kann man aber nichts machen, so ist das. Ja, Kilometer 10, ich merke aber, dass sich unter meinem linken großen Zeh eine Blase bildet. Und wir haben noch 40 Kilometer, also ich habe noch 40 Kilometer vor mir. Das wird kein Zuckerschlecken. Ich habe diesmal auch für mehr Proviant gesorgt. Ich sag mal sättigerendes und powervolleres Proviant. Ich denke aber, dass ich damit nicht hinkommen werde. Ich habe eben mir schon überlegt, als ich noch unten an der Straße gewesen bin, ob ich nicht mal eben irgendwo schnell eine Pommes essen soll oder so. Hab mich jetzt aber bewusst dagegen entschieden. Einfach nur, um zu schauen, hey, wie funktioniert es mit der Nahrung, die ich jetzt dabei habe? Und werde ich damit klarkommen? Zu trinken haben wir ein kleines Update. Hier ist Calcium drin. Hier ist Vitamin C ist hier drin. Und hier ist Magnesium drin. Ich denke, das wird alles super funktionieren. Sonst 3 Liter Wasser. Ich glaube, ich habe schon über 1 Liter getrunken. Weil, wie gesagt, das letztes Mal, das war ein Fehler. Ich lerne ganz klar aus meinen Fehlern. Und das habt ihr nicht mitbekommen. Ich habe es auch nicht auf Social Media erwähnt. Ich hatte, nachdem ich nicht mehr in diesem Tunnel war, extreme Kopfschmerzen. Das lag daran, dass ich dehydriert war. Und ich hatte also wirklich, wirklich starke Kopfschmerzen, habe dann mit Minzöl dagegen gewirkt. Ich denke, ich werde mir so eine, wie so von so einer kleinen Duftprobe, so ein Gläschen voll machen mit Minzöl, was man so aufsprühen kann. Werde ich definitiv bei Project Stone Grey mitnehmen. Boah, ich bin auch jetzt schon bei 1000 Höhenmeter in den ersten 10 Kilometern. Man merkt, es schlaucht sich. Es ist Wahnsinn. Naja,
ihr werdet mich heute noch öfter reden hören. Sonst hätte ich jetzt gerne ein paar schöne Drohnenbilder für euch gemacht, weil sich das gerade wunderbar anbietet. Aber dann kriegt ihr einfach ein paar Cinematic-Detailaufnahmen. Viel Spaß und wir sehen uns bei Kilometer 15. Wir machen jetzt eine kleine, wohlverdiente Zwischenpause. Ich pfeife mir ein paar Nüsse rein. Paranüsse, Walnüsse und Hanfsamen. Ungeschält. Alte Pilzis. Alte Pilze. Und ein alter Stein. Was geil ist, hier ist niemand. Niemand. Keine Menschenseele. Ich bin komplett alleine. Wenn ich umknicke und sterbe, sterbe ich allein. Also wenn das Video draußen ist und ihr das gerade seht, dann lebe ich noch. Kennt ihr dieses Kaktuseis von früher? Dieses Knistern, das ist genau wie wenn du Hanfsamen isst. Genial. Genial. So, ich nehme mir noch eine Schaufel und dann trinke ich einen Schluck. Ich habe eben Vitamin C getrunken. Trinke ich gleich nochmal Vitamin C. Oder nee, Magnesium. Für die Kreuzung. Und dann gehe ich weiter. Freunde, schaut euch diese Aussicht an. Ist das der Wahnsinn oder ist das der Wahnsinn? Boah, ist das geil. Ist ja wie in Österreich hier beim Anwesen von Markus Burkhardt. Schöne Grüße gehen raus an dich, mein Freund. Sieht aus wie bei dir. Wahnsinn. Mega schön. Was darf natürlich auch nicht fehlen? Was gehört immer mit dazu? Die Turbodattel. Ach. Mit Kern. Warum? Da seid ihr dann nicht aktiv gewesen in den Stories. Da seid ihr dann nicht aktiv gewesen in den Stories. Aber ich muss wirklich sagen, die Turbodatteln, die sind's, die werden mich aus den ganzen Scheißsituationen rausholen. Weil ich weiß immer, hey, ich habe 2 Pakete Turbodatteln dabei. Die reiten mich aus jeder Scheiße. Die sind so genial. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir sind auf dem Weg zu den 15 Kilometern. Einfach genial. Einfach nur lecker. Ja, ich mache mich mal auf den Weg. Bis denn. Ich wollte einfach nur mal ganz kurz die Kamera anmachen und euch diese Kulisse zeigen. Hier die absolute Katastrophe und Zerstörung. Und auf der anderen Seite auch etwas Zerstörung, aber wunderschöne Natur. Freunde, wie ich schon zu Anfang von meinem Kanal gepredigt habe, geht raus in die Natur. Erlebt sie. Und seid live dabei. Wir sehen uns bei Kilometer 15. Servus, Freunde. Ihr seht diesen reißenden Bach hier. Da muss ich jetzt rüber. Ich habe mit den Bauarbeitern da oben schon gesprochen. Ist alles cool, dass ich hier bin. Kein böses Blut, alles gut. Nur ich soll nicht in die Nähe von denen. Also die haben nichts gesagt, ich bin oben bei denen gewesen. Hier darf man nämlich eigentlich nicht lang. Aber ich
bin ja nicht blöd. Ich bin ja ein Fuchs. So, und das Beste, was ihr machen könnt, ist, wenn ihr euch dann auf so einem Gebiet hier aufhaltet, dass ihr einfach mit den Menschen redet. Ganz einfach. Nicht blöd stellen oder sonst irgendwas. Ich habe gesagt, ich habe das Schild da hinten gesehen. Ich bin nur auf eigene Gefahr, bin ich jetzt hier lang gegangen. Hier ist es auch abgesperrt. Ich will gucken, dass man die Firma nicht sieht. Weil hier steht, Privatgrundstück betreten und befahren auf eigene Gefahr. Für Sach- und Körperschäden wir keine Haftung übernommen. So, das bedeutet ganz einfach, du kannst da lang gehen, nur wenn dir halt was passiert, bist du selber schuld und bist nicht versichert. Ja, schaut euch das mal an, wie geil. Ja, ich habe jetzt eine weitere Etappe. Wir sind jetzt gleich bei den 50 Kilometern. Das hat mich nur ein bisschen aufgehalten, weil ich mir die zerstörte Natur ein bisschen angeschaut habe. Aber es ist geil und da kommt direkt das nächste Geile. Hier ist einfach übel der Fluss. Voll geil. Es sieht so schön aus. Das ist Wahnsinn. Freunde, falls ihr Interesse habt an dem Projekt Stonegray und mich dabei ein bisschen unterstützen wollt, weil da mein ganzes Herzblut einfach reingeht, dann schaut auf jeden Fall bei Instagram den Link in meiner Beschreibung, da kommt ihr zu meinem Shop. Oder ich werde den Shop auch unten im Video nochmal verlinken. Dann könnt ihr mich unterstützen. Ihr bekommt da noch was Geiles dafür. Das Wichtigste für mich dieses Jahr bei dem Shop war, dass es alles nachhaltig ist. Dass man, also die Sachen sind sowieso alle nur on demand. Die werden alle on demand produziert. Und besonders stolz bin ich auf die Handyhüllen, die wir aktuell, habe ich mit dem Lieferanten, habe ich halt gesprochen, aktuell nur für Samsung und für iPhones haben. Kein Android, keine Xiaomi's. Ich weiß, dass viele von euch also Huawei, Xiaomi oder sowas benutzen. Gibt's leider nicht aktuell. Die sind aber dabei. Aber die sind biologisch abbaubar, die Handyhüllen. Die halten definitiv 2 Jahre. Und wenn die 2 Jahre um sind, könnt ihr euch, also ihr könnt ihr einfach zum Beispiel rauswerfen in die Natur zum Beispiel, ja, oder neue Erde draus machen. Und das ist so Sternstück. Das ist richtig, richtig geil. Und da bin ich extrem stolz drauf. Und jetzt gerade gehen wir hier steil hoch. Wir müssen so, jetzt haben wir gleich die 15 Kilometer. 15 Kilometer! Eieieiei. Ey, was eine Wahnsinnstour, ne? Ey, und dann haben wir die Hälfte von der allerersten Tour, also von der allerersten Trainingseinheit, haben wir dann die Hälfte und ich bin nicht mal ansatzweise auf diesem Level, auf dem ich beim ersten Mal war. Es ist was komplett anderes, es ist was komplett Neues. Ey, es ist Wahnsinn. Komm, jetzt mach. 14,9 und 15! 15 Kilometer, easy, ja. GG. Wie fühle ich mich? 15 Kilometer Walk, jetzt gerade aktuell. Wir sind bei 1200 Höhenmetern. Wie fühle ich mich? Ich fühle mich wie bei Kilometer 8 auf der alten Tour. Oder Kilometer 6, sowas in die Richtung. Puh. Ich denke, das wird eine glatte Nummer heute. Ich weiß nicht, wie es ab den 30 Kilometern weitergeht. Ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht. Das ist der allererste Versuch. Der allererste Try. Und ich bin gespannt. Und ich freue mich so sehr. Ich freue mich jetzt schon so sehr, wenn wir das Ziel erreichen. Die 50 Kilometer Marke. Ich habe gerade eben mit meinem Nachbarn gesprochen. Der hat gesagt, das schaffst du nicht. Bis 22 Uhr. Ich habe da auch mit viel Zeit gerechnet, ne? Also ich habe jetzt echt 9 Stunden für die 50 Kilometer angesetzt. Das wird aber, ich denke, ich werde so um 20, 21 Uhr zu Hause sein, spätestens. Naja, Freunde, wir sehen uns bei Kilometer 20. Genießt die schönen Aufnahmen und die Natur. Bis gleich. Thank you.
Das da sieht schon geil aus, muss man schon sagen. Das geht ultra steil hoch, aber guck dir, was ich gesehen habe. Da oben ist eine Kante, das ist ein Berg. Ich müsste jetzt erstmal, Alter, bin ich braun, hier runter und dann da oben hoch. Wir sehen uns, wenn ich da oben an den Birken angekommen bin. Davon muss man doch eine mega Aussicht haben. Servus und willkommen zurück. Das ist eine Aussicht. Scheiße. Ich kann so weit gucken. Der Berg drüben ist, glaube ich, noch ein Schnuff höher. Aber halt nur die Baumkronen, nicht so hoch vom Boden her wie hier bei mir gerade auf diesem Stück. Da hinten sind irgendwie Häuser. Da vorne habe ich auch gerade Rehe gesehen. Also es ist hier echt wenig los. Hier ist irgendwie so ein ganz kleiner Trampelpfad, wo hier auch die Bäume drauf gestürzt sind. Ich wollte jetzt gleich nochmal in die andere Richtung filmen, aber Freunde, schaut euch das an. Wieder ein idealer Ort für ein Thumbnail. Und ich würde sagen, das ist es, oder? Ich mache jetzt mal ein paar. Geil. Wahnsinn. Pinkelpause. Da hilft kein Schütteln und kein Klopfen. In die Hose geht der letzte Tropfen. Was geht ab? So, gleich ist Halbzeit. Ich bin natürlich schon über das Ziel hinausgeschossen und euch zu informieren beim 20. Kilometer. Aber ich war so im Fokus, habe ich auch gerade schon Insta-Stories aufgenommen. Wie gesagt, ey, wenn ihr bei solchen Projekten auch dabei sein wollt und auch interagieren wollt, dann schaut auf jeden Fall auch noch auf Instagram vorbei. Kostet nichts. Und ihr kriegt mehr Infos und bleibt auf dem aktuellen Stand. Vielleicht laufe ich ja jetzt gerade in diesem Moment einfach vor eurer Haustür vorbei und ihr habt nichts davon gewusst. Wahnsinn. Oder durchstreife euren Wald. Naja, 20 Kilometer Marke erreicht. Wir sind gleich sogar schon bei der Halbzeit. Da wird ordentlich was Schönes gegessen. Aber dadurch, dass ich jetzt aktuell schon einen Kalorienverbrauch von, ich glaube, 1400 habe, also jetzt gerade aktuell, ich habe von, als ich gestartet bin um 13 Uhr, habe ich 1300, 1400, ich weiß es nicht mehr, 1600 Kalorien ist jetzt schon verbrannt. Ja. Aber das ist so eine geile Atmosphäre hier. Das ist richtig, richtig, richtig geil. Das sieht so nice aus. Ja, wir sind aktuell auch bei 1600 oder 1800, ich weiß nicht mehr genau, Höhenmeter, die ich heute schon abgelaufen bin. Wahnsinn. Kennt ihr diese Fahrradfahrer, die mit Warnwesten fahren? Ay, Karamba, da kommt jetzt einer. Wir sehen uns bei den 25 Kilometern, wenn es ans Hapa Hapa geht. Weil die Sonne geht jetzt auch langsam unter. Ich habe natürlich dieses Mal extra eine Kopflampe mitgenommen, damit das Ganze auch funktioniert im Dunkeln. Bis zum 25. Kilometer. So. Da ist mein Track. Hier geht er lang. Und da hinten ist jetzt der Fahrradfahrer. Der hat einfach eine Säge dabei, weil die Holzstämme, die da liegen, keiner wegmacht. Und jetzt macht Eddie weg. Geiler Typ auf jeden Fall. Diggi, falls du das Video siehst, schöne Grüße gehen raus an dich. Aber warum solltest du mich sehen? Mich sieht keiner. Ich bin lost. Lost. Aber wisst ihr was? Ich krieg gerade so einen richtigen, richtigen Schub. Weil ich weiß, ich esse gleich mein geiles vorbereitetes Essen. Und dann kommt wieder die Story. Wenn ihr auf Instagram dabei seid, dann wisst ihr, was ich gemacht habe. Es ist so geil hier gerade in diesem Waldstück.
Da unten der Bach oder kleiner Fluss. Da oben ein absolut dichter Fichtenwald. Also es geht auch hier steil bergauf. Wahnsinn. Wahnsinn, echt voll schön. Zunderschwämme. Ach, mega geil. Da hinten kommt dann wieder sowas. Ich weiß nicht warum, aber ey, da muss ich einfach mit euch drüber sprechen. Es ist einfach mega, mega krass. Worüber ich mit euch sprechen möchte, ist eine ganz einfache Sache. So, also, geht raus, wirklich, macht es, versucht es. Versucht es einfach einmal. Geht wirklich raus bei euch in die Nähe. Ihr müsst jetzt keine 10 Kilometer laufen. Ihr müsst auch keine 20 Kilometer laufen. Auch keine 30, keine 40, keine 50. Ja? Es sei denn, ihr seid so verrückter wie ich. Ihr seid so verrückt wie ich. Oder sogar noch verrückter. Hashtag Skull. Ich liebe den Motherfucker. Ich erlebe an den Tagen, wo ich draußen bin, so viel Neues. Das ist ein Tag, wie als wenn du wieder ein Baby bist. Du triffst Menschen draußen, siehst Tiere die ganze Zeit, beobachtest die Natur und kannst einfach alles genießen, in dich aufnehmen. Und das ist das Wichtigste. Ja, Freunde, wirklich, es ist so geil. Komm, wir nächsten Fahrer. Immer ein bisschen cringe, wenn die Leute dabei sind. Ich weiß nicht, da mache ich dann noch nicht lang genug für Videos. Aber das packt dann halt auch immer mega ab. Naja, was ich sagen wollte, macht es einfach, geht raus, erlebt es. Erlebt die Natur. Es ist so schön, es ist so geil. Ich sehe so viele verschiedene Wälder, so viel Vielfalt. Und das Wichtigste ist halt, ich erlebe an diesen Tagen so viel und es ist unfassbar schön. Unfassbar schön. Wie gesagt, wenn ihr mal ein Wochenende frei habt, geht raus. Macht das. Das ist so geil, auch wenn es anstrengend ist. Es ist einfach nur geil. Okay. Wir sehen uns bei der Big Bugger Bubu Pause. Wenn ich mein schönes, leckeres Essen esse. Bis gleich. Ein gutes Zeichen. Oh, fuck. Bin ich mal gerade eben in die Pfütze getreten hier. Ja, so läuft das. Ah, Vögel kommen zurück. Gutes Zeichen. Ganz gutes Zeichen. Servus. So, wieder ein Moment, den ich mit euch teilen möchte. Ich habe gerade eben so ein nettes Pärchen getroffen. Die hatten auch einen Hund dabei, der Mann hat den Hund rangenommen, ich habe mich kurz mit der Frau unterhalten, weil ich gesagt habe, ist ja viel Spaß hier im Trümmerfeld, weil hier überall Holz abgeholzt ist, bis zum geht nicht mehr. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ich habe zu dem Mann dann gesagt, nee, komm, machen Sie den Hund ruhig los, alles gut, ne? Ich habe selber einen Hund und alles. Und der so, ja, wirklich? Ich so, ja, natürlich, ist überhaupt kein Problem. Wahnsinn. Und wir haben einfach ein bisschen gesprochen und dann haben die mich gefragt, warum ich jetzt schon seit über 4 Stunden zu Fuß hier unterwegs bin und warum ich so viele Kilometer am Abreißen bin. Ich sehe, ja, Leute, ich habe ein Projekt für 2022. Herrlich, ich habe denen das erzählt, was wir machen, was wir vorhaben. Und mega, mega geil. Also Wahnsinn. Also es ist total schön, es ist total genial. Man trifft halt einfach Menschen draußen. Man redet mit denen und man läuft nicht einfach vorbei. Man sagt guten Tag. Vielleicht entsteht eine Kommunikation, vielleicht nicht. Ach, Freunde, es ist einfach nur herrlich. Es ist so genial. Und ich habe mal ausgerechnet, ich müsste wirklich um 21, 22 Uhr zu Hause sein. Wenn ich tröle und mich noch mehr Menschen unterhalte, dann noch länger. Aber egal. Sport ist Mord. Warte. Wir sehen uns beim 25 Kilometer. Ah, ich gebe Gas. Ich will unbedingt was essen und ich will da hinten auf diesen Berg drauf. Alles klar. Macht's gut. Ich habe neue Freunde kennengelernt. Ach, so, Freunde der Natur.
Ich bin jetzt bei ca. 26 Kilometern oder 27, ich weiß es nicht mehr genau. Hab jetzt hier mein fertiges Essen. Das wird jetzt erstmal verspeist. Das ist warmer, was noch leckerer, aber hey, kann man nichts machen. Das soll mir neue Kraft geben, neue Energie. Und wenn ihr euch interessiert, was ich hier gerade esse, weil es selbst gemacht ist, es wird demnächst dazu ein vollständiges Video geben. Müsst euch keine Gedanken machen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Schön, herrlich hier mit dem Sonnenuntergang. Ein bisschen mehr als die Hälfte ist geschafft. Machen wir uns gleich an die andere Hälfte. Kartoffelbrei, Veggie-Hack, Kokosnussmehl und getrocknete Zwiebeln. Ja, servus und herzlich willkommen, liebe Freunde. Wir haben so gerade eben die 30-Kilometer-Marke durchschritten. Die Sonne geht unter und es wird immer dunkler. Und ich bin jetzt auf den letzten 20 Kilometern zum Ziel. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt noch filmen soll, weil es halt, wie gesagt, ja, super dunkel ist. Ich schaue mal, falls es was da gibt. Ich werde definitiv auf meinem Rückweg noch durch die eine oder andere Stadt kommen. Vielleicht kann ich da noch ein paar Eindrücke aufnehmen. Vielleicht kaufe ich mir auch noch was zu essen. Ich weiß es noch nicht. Ich kann es noch nicht genau einschätzen, weil wir sind jetzt im Endsport. Wir sind jetzt nur noch in den letzten 20 Kilometern von der Skala von 1 bis 10. Ich bin immer noch bei einer 4 circa. Also es geht auf jeden Fall noch was. Wir haben die 2000 Höhenmeter Marke schon längst überschritten. Ich bin gerade eben ein 500er hoch, ein 400er wieder hoch, dann wieder runter auf den 300er und dann wieder hoch. Also ich weiß nicht genau, bei wie vielen Höhenmetern ich jetzt aktuell bin, weil ich mache ja alles übers Handy. Nach dem Essen habe ich mich nur noch so auf die Strecke konzentriert, dass ich jetzt schnell noch abreißen kann, dass ich so, ja, sagen wir mal wirklich so um 22 Uhr zu Hause bin. Wie geplant eigentlich. Das wäre mega geil. Und hier ist nochmal ein geiler View. Schöne Aussicht auf eine Stadt. Ich habe mittlerweile keine Ahnung mehr, welche Stadt das ist. Ja, aber es ist mega geil. Wirklich. Ich habe auch gerade eben noch ganz lange mit Boris telefoniert. Schöne Grüße gehen auf jeden Fall nochmal raus an dich. Und ja, die Strecke ist mega, mega geil. Ich bin meistens, also zu 90% bin ich immer im Wald. Und es ist mega geil. Mach übel Höhenmeter. Ist ein gutes Training auf jeden Fall. Und oha, das ist voll das Tipi. Guck mal. Voll krass. Ja, die letzten 20 Kilometer. Ich schaue, dass ich noch ein paar Eindrücke mitnehme. Und wir sehen uns auf jeden Fall dann nochmal zu Hause zu einem kleinen abschließenden Fazit von der Tour. Wenn ich es schaffe. Wenn ich jetzt nicht auf den letzten 20 Kilometer noch zusammenbreche. Ich habe auch nur noch 3 Nüsse. Ein paar Turbodatteln, noch Magnesium, Vitamin C, ist alles noch getrunken und circa noch einen halben Liter in der Trinkblase. Ich glaube, weniger. Die ist schon fast leer und ja, ich bin gespannt. Alter, schau dir das an. So geil. Mega. Letzte 20 Kilometer, Endsport. Let's fucking go. Für Project Stone Grey. So, Leute, mittlerweile wieder angekommen in der Stadt. Es sind die letzten 10 Kilometer, die jetzt nur noch abgerissen werden müssen. Und dann nochmal Resümee zu Hause. Wir sehen uns, wenn ich zu Hause bin. Die letzten 10 Kilometer, auf geht's. Power, 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 power.
So, Zieleinlauf, 50 Kilometer. Ich bin gerade eingetrudelt. Marsch. Check. Wie fühle ich mich nach den 50 Kilometern? Von der Skala von 1 bis 10. 10 ist, ich muss auf die Couch. Und 1 ist, ich laufe dir noch einen Marathon. Bin ich bei einer 6 bis 7. Mir ist auf der Tour aufgefallen, dass ich mir gerne diese 100 Kilometer Marsch-Videos einmal anschauen möchte und mal gemeinsam mit euch analysieren möchte. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich habe jetzt meine eigenen Erfahrungen gemacht. Wir hatten auch letztens in der Gruppe eine wilde Idee zur Vorbereitung, dass man den Hexensteig, ich glaube Hexensteig heißt der, das sind 100 Kilometer, dieser Wanderweg, dass man den in 24 Stunden läuft. Vielleicht irgendwann, aber aktuell nicht. Auf keinen Fall. Was ich fürs nächste Mal weiß, ich nehme mir noch mehr Rohkost mit. Vielleicht auch eine Raketenbanane. Oder mehrere. Banane ist, glaube ich, sehr gut. Ich glaube, ich esse jetzt sogar eine. Zu trinken hat alles gepasst. Hätte ein Schnuff mehr sein können. Also definitiv. Ich hoffe mal, dass ich jetzt genug getrunken habe. Ich werde irgendwann auch noch mal ein Resümee machen, wie es mir jetzt nach der Tour ging. Nach den letzten, also nach den 30 Kilometern, hatte ich gar keinen Muskelkater. Das fand ich ein bisschen weird. Ich spüre die Blasen. Ich habe am Anfang des Videos erzählt, dass ich langsam bei nach Kilometer 10 oder so, ich habe die Schuhe noch nicht ausgezogen. Meine Freundin bringt mich um. Ist alles dreckig. Dass ich hier Blasen an den Füßen langsam gebildet habe. Ich habe keine Ahnung, wie die aussehen. Ich sehe aus wie keine Ahnung was. Füße darf man auf YouTube zeigen, ne? Ich gucke einfach erstmal selber drüber, weil ich glaube, die Blase. Ah, ne, hier ist sie. Ja, das werden schöne Spiele. Das werden schöne Spiele. Aber ansonsten, glaube ich, fühlt der Fuß sich so relativ normal an. Bis auf diese eine Schwiele. Aber ich glaube, das ist zurückgegangen mit dieser Blasenbildung. Naja, ich weiß auch nicht mehr, was ich jetzt sonst noch erzählen soll. Ich hau mir jetzt auf jeden Fall schon mal provisorisch, nee, prophylaktisch das Minzöl auf meinen Schläfen. Die Lampe zur Seite legen, meine Klamotten ausziehen und eine kalte Dusche zu mir nehmen. Und gleich wird was Schönes gegessen. Was soll es anderes geben? Nudeln mit Pesto. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.